Und damit, meine Freunde, ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Witcher 1. In der letzten Folge, ja, hat es abrupt abgebrochen. Warum? Ja, meine Capture-Karte wollte nicht mehr. Leider, wie ihr vielleicht gemerkt habt, gegen Ende, es hat wirklich praktisch, zuerst kam, glaube ich, kein Ton mehr und plötzlich, bumm, weg. Ja, jetzt bin ich nochmal hier, ne? Und ich hoffe, diese Aufnahme geht gut und ich habe im letzten Part nicht mal ausgeschweift, was im vorletzten Part passiert ist. Ja, im vorletzten Part haben wir Berenga getroffen, haben ein bisschen die Gruft Alps ein bisschen dezimiert und ja, im letzten Part haben wir nämlich das Dorf ein bisschen erkundet und haben erfahren, dass dieser Herr da der Vater ist von Alina und nicht der Bräutigam. Er sah aber auch, als er, ich sag mal so, als er saß nur, sah er eher jünger aus als jetzt. Jetzt hätte ich auch gesagt, das ist nie und nimmer der Bräutigam oder so. Aber gut, gibt es irgendwelche Anderlinge hier in der Gegend? Gibt es in der Gegend Anderlinge? Am Ufer leben Elfen. Was für eine üble Bande. Ich wollte ihnen etwas übrig gebliebenes Essen geben. Die haben mich so kalt angesehen, dass ich fast erfroren wäre. Sie sind ein seltsamer Haufen. Aber ich habe hier im Dorf schon genug zu tun, auch ohne mir über sie Gedanken zu machen. Ich habe gehört, es soll eine Hochzeit stattfinden. Tja, meine Tochter Alina heiratet einen galanten, fleißigen und ehrlichen Burschen. Wisst ihr, was für eine Freude es ist, einen anständigen Mann für die eigene Tochter gefunden zu haben? Nein, das dachte ich mir. Euresgleichen denkt eben nur an den Kampf. Das ist nicht ganz richtig, aber wie sieht es aus? Habt ihr Arbeit für einen Hexer? Es gibt wichtigere Angelegenheiten zu erledigen. Wir werden das ein anderes Mal diskutieren müssen. Ich wollte mit euch über die Vodjanoi sprechen. Um dieses Geschäft kümmert sich Julian. Geschäft? Er fischt Schätze aus dem See, restauriert sie und schickt sie auf die Märkte von Visima. Habt ihr Arbeit für einen Hexer? Eine Kreatur, die wie ein Fisch mit Beinen aussieht, erscheint am See. Es heißt, die Gruft auf den Feldern beherbergt eine Bestie. Sie hat riesige Zähne und gleicht einer toten Schwiegermutter. Sie soll grässlich sein. Gibt es Belohnungen für diese Kreaturen? Bringt mir einen Beweis. Dann bin ich großzügig. Erzählt mir mehr. Worüber? Lebt wohl. Okay. Dann gehen wir mal raus, Freunde. Die Musik ist bei mir ein wenig zu laut. Und ich muss sowieso jetzt was anderes machen mit euch, Freunde der Nacht. Jetzt muss ich hier nur rauskommen. Das ist die andere Sache. Hey, Adam. Wie seltsam. Kommt man hier raus? Ist das die Möglichkeit? Wenn wir nämlich da draußen sind, kann ich nämlich jetzt gucken. Jo. Gasthaus, dort sollten wir eigentlich hin. Aber ich muss mal kurz zum Seeufer. Jo, oh, es wird Nacht. Das wollte ich eigentlich nicht, so lange unterwegs sein. Aber gut. Wären wir gerade hier in der Nähe? Ja, definitiv. Aber ich habe gerade anderes zu tun. Denn wir haben eigentlich noch nicht ganz das Ufer abgeschlossen. Und ich weiß, wir müssen wahrscheinlich nochmal dorthin und wie auch immer. Aber mit Portgeschwindigkeit natürlich. Ihr kriegt von der Reise nichts mit eigentlich. Beim nächsten Mal oder so. Hoffentlich. Wenn es gerade so reinpasst, auf jeden Fall. Berenga ist immer noch an Ort und Stelle. Hier, Durchgang zu den Feldern. Elfenhöhle. Hütte des Fischerkönigs. Ja. Läuft bei uns, Freunde. Hi, Berenga.
Ja, dass wir den Hauding gefunden haben. Das war schon eine Sache, ne? Bei euch wird der Part, glaube ich, noch länger nicht draußen sein, wo Berengar. Ja, nö, ist klar, die kommen einfach mal von oben herab. Ist klar. Ja, wo Berengar auftaucht, ne? Oh Mann. Ich hab mich in die Falle geschmissen, ne? Okay. Mach ich das mal so. Och, ne. Elfen? Könnt ihr mir mal helfen? Elfen, die helfen. Oder auch nicht. Oder auch, ja, definitiv nicht. Die helfen nicht, die Kollegen. Die lassen mich hier alles alleine machen. Was? Warum hat er sich gerade geheilt? Oder wie konnte er sich gerade heilen? Das ist jetzt komisch gewesen. Jo, dann sprechen wir mal mit Toruviel, aber... Hütte des Dorfprobtes. Einmal speichern. Warum? Wann hat das alles nur ein Ende? Also überspeichern, weil man vielleicht hier was verkacken kann. Hallo? Geralt, ich bin nicht überrascht, euch zu sehen. Ich bin es, Chiriadan. Erkennt ihr mich? Chiriadan? Offenbar nicht. Ihr wart beschäftigt. Es ist eine Weile her. Stimmt, Geralt. Und was ist dabei rausgekommen? Nur Chaos. Keine Integration. Man arbeitet hart, zahlt Steuern. Dann kommen die Pogrome. Man flieht, während sie einem die Taverne niederbrennen. Es sind schwere Zeiten. Schön, dass ihr hier seid. Was macht ihr hier? Das gleiche wie alle anderen auch. Ich esse Beeren und träume von meinem Platz auf der Erde. Versucht etwas anderes. Freischarlerkrieg kann gefährlich sein. Ich hab's überlebt. Die Menschen hinderten mich daran, so zu leben, wie ich es wollte. Es sind elende Zeiten. Hinter jeder Ecke lauert neues Pech. Lebt wohl. Seid gegrüßt, Geralt. Seid gegrüßt, Elfin. Habt ihr mich vergessen? Seit unserer letzten Begegnung am Ende der Welt ist viel Zeit vergangen. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Das macht nichts. Man nennt mich Toruviel und es freut mich, euch wiederzusehen. Mich auch. Was führt euch hierher? Ihr sagtet, wir wären uns bereits begegnet. Im Dol Blatana, dem Blumental, einem wunderschönen Fleckchen. Ich gab Rittersporn die Laute, die er heute spielt. Unsere Begegnung veränderte mich. Einst hasste ich die Menschen ausnahmslos. Aber eure Worte säten Zweifel in mir. Als der Krieg all diesen Hass mit sich brachte, begriff ich, dass es einen anderen Weg gibt. Das freut mich. Mich auch, Hexer. Kann ich euch irgendwie helfen? Oh ja, wir sind verwundet und hungrig. Die Verhandlungen mit den Bauern sind nicht gut gelaufen. Alles, was uns noch bleibt, ist unsere Würde. Was kann ich tun? Ihr könntet etwas frisches Brot kaufen. 20 Ohrens müssten für 5 Laibe reichen. Ich bin gleich wieder da. Ja? Lebt wohl. Dein Ernst, wir haben kein Brot. Dein Ernst, wir haben definitiv kein Brot. Elfenhöhle. Cool. Was gibt's denn hier so mitzunehmen? Keine Ahnung. Hier im Korridor gibt's nichts. Okay. Gibt's hier noch einen Seitenausgang oder wie? Den möchte ich mal angucken. Aha. Ja, so. Da darf man nicht durch, nicht mal mit Art. Ist klar. Okay, Elfen.
Darf ich mal euer Lager missbrauchen? Ich möchte einfach Tag. Ich hasse es, nachts rumzugeiern. Tut mir einfach leid, Freunde. Also ist das keine richtige Höhle, das ist nur ein Elfenlager. Definitiv. Kommt man jetzt hier raus? Jo. Wenn der Elf dort steht, auf jeden Fall. Ja, Höhlenausgang. Jo. Wo können wir noch hin? Ich habe extra noch nicht auf die Karte geklickt, weil wir erst hier raus müssen. So. So. Was ist jetzt hier? Durchgang zu den Feldern? Gucken wir uns das mal genauer an. Wölfe, die sich mit uns anlegen möchten. Kein Problem. Dass die keine Gefahrenstufe anerkennen. Das ist etwas unlogisch. Eigentlich sollten Wölfe in der Lage sein, jemanden Stärkeren zu erkennen und abzudatteln. Ne? Auch wenn, außer sie sind im Rudel. Das verstehe ich dann noch. Wenn sie irgendwie zu 10 sind, okay. Aber wenn sie dann irgendwie nur alleine da sind, ne? Kann man hier am Wegweiser was machen? Nö. Straße zu den Feldern. Was ist denn hier genau? Hallali. Was? Durchgang zum Dorf. Woher kommen wir hier? Was zum Geier soll hier leben? Oder wofür ist dieser Weg gut? Hahn gibt's hier? Ich pflück das einfach mal, ne? Ich pflück das einfach mal. Weil wenn wir das irgendwie brauchen, sind wir froh, das eingesammelt zu haben. Auf jeden Fall. Die weiße Myrte brauchen wir irgendwie nicht. Himmelsbusch? Dein Ernst? Was ist denn da alles noch? Himmelsbusch. Was zum Geier, Ach so, Himbeerbusch, so. Ich wollte gerade sagen, was ist ein Himmelbusch? Also, das wäre mir neu. Hier hat's ein Schloss, oder wie? Was ist denn hier? Mittagserscheinung. Yo, ich speichere mal. Ich habe keinen Bock, dass ich irgendwie gegen diese Mittagserscheinung irgendwie auf die Fresse bekomme. So. Das finde ich doch schnieke. Und gegen eine allein sollten wir eigentlich klarkommen. Ja. Danke, Mittagserscheinung. Yeah. Du bist doch eine Rolle Kuh. So. Und die Überreste nehmen wir natürlich auch mit. So. Müssen wir mitnehmen. Falls das eine Quest wäre. Nö, die kommen ja hier raus wie Fliegen. Verfallene Mühle. Kommt man hier irgendwie hoch? Aha. Und was ist da oben? Fallen wir jetzt runter? Oder wie? Ist klar. Was soll ich jetzt darauf? Da hat's ein Leichnam. Dann gehe ich mal da runter. Tschüssi, Mittagserscheinung. Je nachdem, wo jetzt Geralt durchgeht, sehen wir dich nie wieder. Was soll ich bei der alten Mühle? So, wow. Hat sich sogar gelohnt. Muss man schon sagen. Das kann man jetzt ablegen, würde ich sagen. Älteren Blut. Haben wir scheinbar auch schon gelesen. Dann tschüssi. Kowski. Vivan. Dein Ernst? Wo geht denn das? Kleiner Bauernhof. Ey, irgendwie. Ich gehe da kurz mal schnell durch.
Nö. Sehe ich nicht ein, ey. Sehe ich nicht ein. Und wenn ich doch gegen dich antreten muss, dann bitte hier. Vor diesem scheiß Garden-Ding. Oder auch nicht. Scheiße, ne? So. Sind wir jetzt bei der Brücke zum Dorf, oder wie? Was? Dein Ernst? Wo sind wir denn hier gelandet? Reste der Ruinen. Wir gehen mal in die Reste der Ruinen. Heute gibt's mal ein außerländlicher Tumult. Da! Das begreife ich. Die sind hier ein bisschen noch in der Überzahl, aber okay. Eigentlich sollten die ab jetzt abhauen. Denn sie merken, sie haben keine Sonne. Und sie machen immer noch weiter. Das ist ziemlich unlogisch, aber ey. Kommt drauf an, was die jetzt für Fleisch haben, nehme ich das auch gleich mit. Bestienleber. Habe ich, glaube schon, ne? Wolfspelz. Mhm. Wenn ihr meint, habe ich sonst noch Zähne. Kann man auf jeden Fall alles mal gebrauchen. Noch. Aber man weiß ja nie. Ja, wenn wir schon gerade hier sind und ich jetzt gerade gesehen habe, dass man auch von der anderen Seite her reinkommt, kein Problem. Gehen wir wieder zu den Feldern. Aber das ist das Durchgang zum Dorf. Hä? Warum wird mir das dort so angezeigt? Wenn es eigentlich der Durchgang zu den Feldern ist. Na? Muss ich nicht verstehen. Und jetzt darf ich bis dahin rennen. Druidenkreis, Gruft. Das ist jede Menge Scheiße, ne? Oh Mann. Also die Vyvan allgemein lasse ich liegen, weil die einfach viel zu viel Damage anrichten. Und ich keinen Bock habe auf... Ja. Die ganzen Vollidioten. Wer war das denn bitte? Nö, sag nicht, ich muss zu... Was zum Geier ist das da hinten? Ist klar. Der Bauernhof wird einfach mal von Vyvan umringt. Und ein Ober-Vyvan. Königs-Vyvan? Yo. Nigger. Dein Ernst? Ich krepiere schon bei 2 schon. Bei 2 normalen. Ich bin noch völlig underlevelt. Weil ich muss mindestens... Hä? Teju? Ich muss mindestens... ohne irgendwas mit ihnen klarkommen. Um auf selber Stufe zu sein. So. 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 Ja, eine Mittagserscheinung ist auch noch hier an der Macht. Geralt, rennen. Rennen. Um dein Leben zur Hölle. Du kannst vieles machen. Aber keine Scheiße, ne? Ach, die Mittagserscheinung, kein Problem. Die kill ich alleine. Die Mittagserscheinung. Komm. Komm, sei brav. Komm zu mir. So. Da kann ich mich jetzt genüsslich wieder hochheilen. Ist klar, da kommt eine zweite angedackelt. Euch geht's doch wohl zu gut. Gleich 2? Ja gut, eine allein hat nie gegen mich eine saftige Chance. Dann sollte ich mir irgendwas für die Vitalität reinhauen. Oh, komm, Fisch. Hey, Fisch. Nehmen. So.
Auf welchen der beiden gehen wir? Ich glaube, ich gehe gleich an die. So. So. Wundervoll, die wäre erledigt. Und jetzt kommt die dran. Das wird mir was. So, danke schön. Gehst du mal liegen? Yeah. Kritische Hits for the win. Kannst du mal? Danke. Und jetzt noch da unten alles absuchen. Dankeschön. Wo sind jetzt die Wodja neu hin? Die sind da hinten. Okay. Okay. Ich renne jetzt mit euch ein bisschen weiter weg. Dass die Mittagserscheinung nicht gerade das Gefühl hat, sie ist eingeladen. Ah, komm. So. Jetzt nehmen wir die mal auseinander. So. Danke. Und jetzt kommst du noch dran. Ganz im Ernst. Du hast doch wohl nicht gedacht, dass du einfach so ungeschoren davon kommst. Did you? Sorry. So. Kopf eines Wodja Neupriesters. Eine Trophäe, die man für Geld verkaufen kann. Okay. Und indirekt eine Mission geklärt. Was war denn da gerade? Ich soll Ritter Spohlen im Gasthaus besuchen. Ich muss den Beweis dafür, dass ich den Wodja Neupriester getötet habe, zum Dorfprobst bringen. Okay. Ich sollte mit Julien reden. Okay. Das war doch eine gute Sache, was wir gerade gemacht haben. Ich sollte mit Julien und dem Wodja Neupriester sprechen. Okay. Müssen wir sowieso jetzt. Ich muss einen Bäcker oder einen anderen Kaufmann finden. Ja gut, ich weiß ja, wo der Bäcker ist. Ja, jetzt noch zum Druidenkreis, würde ich sagen. Und dann zur Gruft. Weswegen sollte denn hier wohl ein Druidenkreis sein, wenn man nicht mal hingeht? Druiden, was? Laterne? Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Da muss man wahrscheinlich wieder eine Quest-Scheiße reinfügen. Kreis des Feuers. Ne. Ne, dafür. Dafür halte ich mir keinen Ärger auf. Nur um diese Scheiße zu kriegen. Ne. Ne. Ihr könnt ja mit mir viel anstellen, ne? Kreis des Wintertums. Da ist ein neuer Kreis. Kann ich mal... Ist klar, der verfolgt mich. Yo. Also, wenn du wirklich kämpfen willst, dann komm mal her. So. Jetzt komm mal her, du kleines Vieh, ey. Komm mal her, du kleines Vieh. So. Komm mal her. Ihr seht, also so schwierig sind die nicht, aber sie teilen halt ungemein Scheiße aus, ey. So. Ich danke dir. Puh. Aber was mir, also was wir auf jeden Fall schon mal gemerkt haben, ist, dass wir auf jeden Fall irgendwie angekündigt bekommen, wann wir alles fertig machen sollen, um nichts zu verpassen, ne? Weil zum Beispiel Mass Effect,
Da kommt sowas nicht. Da, wenn du da nicht vorher das Zeug machst, ja, hast du selbst verkackt, ne? Dann durftest du nochmal, wenn du einen Safe State hattest, dorthin zurückspulen und dann nochmal von dort alles normal machen, ne? Hatte ich ja ein paar Mal bei Mass Effect so. Also zumindest in meinem Privatstand. So. Und ich glaube, ich werde jetzt mit euch noch zu den Ruinen gehen. Und dann, ja, kommt drauf an, was jetzt noch dort ist. Wenn natürlich wieder so ein Königsvivan rumgeiert. Dann, ja, dann gute Nacht, Freunde. Vielleicht versuche ich den Offscreen zu erlegen, keine Ahnung. Oder mal einfach mal Offscreen versuchen zu erlegen. Ob das geht, ist dann noch fraglich. Aber gut. Interessant. Dieser Leichnam ist schon lange her, aber etwas hindert die Knochen am Verwesen. Vielleicht ein wenig Feuer, oder wie? Urens. Aha. Diamantstaub. Zimmerischer Rockenwodka brauchen wir nicht. So. Und was soll ich jetzt hier mit dieser Ruine anfangen? Interessant. Und mehr als das sagt er nicht. Dieser Leichnam ist schon lange her. Aber etwas hindert die Knochen am Verwesen. Dann gucken wir uns nochmal die Brücke an, dort hinten. Da das nichts Besonderes war. Ich dachte, yo, jetzt kriegen wir noch ein Geheimnis vor dem Ende, ne? Aber nee. Hä? Pat? Maurerhahn? Aha. So heißen doch der, also deren Pflanzenhahn. Seid gegrüßt, Herr. Lasst das Herr sein. Ich bin Geralt. Es ist mir eine Ehre, Herr... Geralt. Wie gut könnt ihr mit dem Bogen umgehen? Ich bin der Beste im Dorf. Ich treffe einen Apfel auf 50 Schritte. Schön. Ja? Wollt ihr nicht wie euer Vater Baumeister werden? Eigentlich nicht. Seit mein Vater die Hütte umgebaut hat, schließen die Türen nicht mehr. Sogar die Katze fürchtet sich davor, die Treppe zu benutzen. Und wenn es regnet... Ich verstehe schon. Außerdem bevorzuge ich das Bogenschießen. Eines Tages nehme ich am Turnier in Vysima teil. Viel Glück. Ja? Lebt wohl. Seid gegrüßt. Hier kommt ihr nicht weiter. Die Brücke wurde zerstört. Sie sieht nicht unpassierbar aus. Da drüben sind nur Wälder und Wiesen. Danke für die Warnung. Ein Monat, wenn uns die Griggs nicht stören. Einen Monat? Wegen ein paar kleiner Risse? Ich repariere die Brücke nicht nur, ich mache sie auch breiter. Die Flussgespenster bekommen die schönste Brücke von ganz Temerien. Braucht ihr einen Hexer? Mein Lebenswerk droht in Vergessenheit zu geraten. Ihr allein könnt helfen. Wo liegt das Problem? Ich hatte einen Traum. Die Flussgespenster flehten mich um Beistand an. Mich, einen bescheidenen Diener der Herrin des Sees. Eine einmalige Chance, meine Hingabe zu zeigen. Gewiss. Die alte Brücke, um die ich mich kümmerte, wurde baufällig. Doch die Gespenster bleiben mir verbunden. Sie baten mich, alles wieder in Ordnung zu bringen. Wie kann ich helfen? Was mein Sohn und ich bei Tage bauen, wird nachts wieder zerstört. Ich wette, das sind die verdammten Griggs. Meine Hilfe ist nicht umsonst. Wollt ihr 400 Orens oder ein Buch über Geister und den König der wilden Jagd? Ihr könnt auch die Hilfe meines Sohnes bei gefährlichen Ausflügen bekommen. Er ist ein ausgezeichneter Bogenschütze. Abgemacht. Besucht das alte Weib im Dorf. Doch seht euch vor, sie ist eine Hexe, aber sie könnte Mittel und Wege kennen, wie man Griggs vertreibt. Na gut.
Okay, Freunde. Hier in der Prärie, ohne große Sachen außer diese schöne Brücke, werden wir hier mal die Sache beenden. Ich danke euch fürs Zusehen. Hab heute auch mal wieder kürzer getreten. Mit einer halben Stunde reicht heute auch völlig. Tut mir wie gesagt leid wegen letztes Mal. Aber ab dem nächsten Part geht es im Dorf spannend weiter. Ich hole mir offscreen mal das Brot und dann schauen wir weiter. Tüdelü!